Herzlich willkommen zu Planet Zoo hier beim Metalizer. Ja, ihr könnt sehen, ich habe schon ein bisschen was gebaut oder ein paar Zoos errichtet und es macht einfach unfassbar viel Spaß und man kriegt so ein bisschen den Dreh raus mit der Zeit. Und es gab schon eine Aufnahme, da war Alisa auch mit dabei, hat ein paar Fragen gestellt. Die ist aber leider nicht so toll geworden. Also wir hatten ein paar Soundprobleme gehabt. Dementsprechend schneide ich jetzt einfach neu und ich habe die Fragen von ihr aber noch im Hinterkopf. Zumindest einen Großteil davon und wir versuchen die dann direkt hier zu bearbeiten oder zu beantworten, besser gesagt. Und wir wählen jetzt erstmal einen neuen Zoo aus. Beziehungsweise erstellen uns einen neuen Zoo. Der Ganze wird heißen... Wir nennen es Aliso Wundertos. In Einigung für Alice, ne? So. Und da sind wir auch schon drin. Da geht's auch schon los. Wir fangen mal ganz klassisch an. Also ich baue jetzt auch mal drauf los. Ich versuche natürlich so viel zu zeigen, wie es geht, bis die Beta zu Ende ist. Und versuche natürlich in der Zeit halt möglichst viel Folgen aufzunehmen, möglichst viele Tiere auch zu zeigen. Mein Ziel wird es sein, dass wir uns erst neue Tiere in den Park holen, wenn wir die Forschung für ein Tier abgeschlossen haben. Also man kann ja, es gibt ja Veterinärforschung und diese Veterinärforschung werden wir durchgehen für jedes Tier. Das werde ich mir ein paar hoch ausgebildete Tierpfleger oder Tierärzte holen. Und die werden das dann machen für uns, damit das schön schnell geht. Das ist so der Plan. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin mal gespannt, ob ich mich selbst da disziplinieren kann, damit wir das durchziehen. Die Bäume hier können weg. Wir werden einfach mal abwarten. Also wir werden mal schauen. Im Moment ist natürlich noch nicht viel los im Park. Wir brauchen hier so ein paar Einrichtungen. Und zwar fangen wir an mit den Mitarbeitereinrichtungen und zwar der Quarantäne. So, ich muss ein bisschen weiter weg vom Weg, also von den Besuchern, weil die Besucher haben keine Lust, irgendwelche Mitarbeitergebäude zu sehen. Ein bisschen merkwürdig, aber naja. So, und wir versuchen auch keinen Kredit aufzunehmen. Denn das habe ich nämlich schon in dem eigentlichen Video habe ich es nämlich auch geschafft, keinen Kredit aufzunehmen. Und ja, da arbeiten wir jetzt einfach drauf hin, dass wir keinen Kredit aufnehmen müssen. Moment, was hatten wir nie nicht gerade? Nein, es war die Quarantäne. So, eine Tierarztpraxis bauen wir natürlich auch nochmal. Die kommt hier schön hin. Ein Raum, wo die Mitarbeiter Pause machen dürfen. Dann müssen... Naja, eher dürfen. Wir könnten, würden wir sie natürlich nicht in die Pause schicken. Die sollen nämlich durcharbeiten, die Jungs und Mädels. Aber was wir nicht alles für die Mitarbeiter tun, ne? Also wir bauen jetzt hier so die Standardgebäude, die wir so brauchen. Und natürlich brauchen wir ein Handelszentrum, damit wir auch ein paar Tiere uns holen können. Und was uns jetzt halt gleich noch fehlt, ist die Tierpflegerhütte. Die packen wir aber nicht hier in diese Reihe mit rein, sondern die packen wir das erste Gehege drumherum. Jetzt gucke ich gerade mal, was für Tiere wir noch haben. Denn wir haben, glaube ich, noch... ich habe bei mir im Tierhandelszentrum, genau. Ich hätte hier noch... zwei Vauen. Und zwar beides Männer, aber wir können nochmal einen weiblichen V nachholen. Würde ich sagen, wir fangen mit dem Vauengehege ganz entspannt an. Also das ist ganz entspannt. auch das kann ziemlich böse enden. Wir gucken mal, wir machen mal die Länge, damit wir es abschätzen können. Also 10 Meter. Das heißt, das sind 10, 20, Winkelausrichtung aus. 30 Meter. Ja, 30 sollte reichen. Ja, 30 reicht. So, und dann... Warum können wir das jetzt hier so nicht bauen? Okay. Cool. Warum geht denn das jetzt quasi nicht? Naja, dann bauen wir halt so eine Kurve drumherum. Das ist ja okay. Gut, und in die Länge gehen wir auch. 10, 20, 30 Meter. Ja, das sollte locker reichen. Und damit die Tiere auch einen Rückzugsort haben... ziehen wir jetzt hier so eine Steinwand lang. Die machen wir auch einen 90-Grad-Winkel.
Okay, das sieht ein bisschen mehr, das sieht nicht so ganz so aus, wie es sein soll. Ziehen wir mal so hier lang. So, beziehungsweise die machen wir gleich mal höher hier. Die wird 4,75 Meter hoch, damit die Tiere einen Rückzugsort haben. So. Und auch jetzt gehen wir hier so lang. Zack. Ja, wunderschön. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier sollten die Pfauen eigentlich genug Platz haben. Natürlich brauchen wir, damit auch jemand ins Gehege reinkommt, also gerade die Tierpfleger, brauchen wir so einen Gehegeeingang. Den platzieren wir mal an der Stelle hier. Und da mache ich es jetzt immer so, dass ich da, oder habe ich bisher immer gemacht, ich so einen Mitarbeiterweg hier lang gesetzt habe. So, so. Zack. Weil dann können nämlich die Mitarbeiter hier hinten, dann machen wir nämlich die nächsten Gehege hier hinten auch auf der Ecke. Also ein Stück weiter hoch. Und dann wird das Ganze, glaube ich, ziemlich cool. Das heißt, wir bauen jetzt hier so lang. Zack, 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 zack. Und bauen jetzt unsere Tierpflegerhütte. Die kommt nämlich dann hier vorne an der Stelle hin. Sie können natürlich auch gerne auf YouTube nochmal, auf YouTube sag ich schon, auf Twitch einschalten. Twitch.tv/SirMetalizer. Link auch in der Beschreibung vom Video. Da spiele ich auch immer wieder mal Planet Coaster im Livestream. Könnt ihr gerne einschalten. Und dort gibt es auch noch so ein oder zwei Zoos, die wesentlich, wesentlich, wesentlich weiter sind als das hier, was wir jetzt hier gerade mit Let's Play schon mal sehen. Wir brauchen Mitarbeiter. Wir brauchen einen Zoopfleger, der hier alles sauber macht. Wir brauchen Tierpfleger. Dann brauchen wir natürlich auch einen Techniker. Sicherheitsbeamten brauchen wir erstmal nicht. Und einen Tierarzt brauchen wir. So. Die Verkäufer kommen auch später dazu. Wir holen zwar die Pfauen jetzt hier. Oh, kann ich? Wollte ich den ganz gerne verlegen? Ja. Will er nicht? Vielleicht jetzt. Okay, wir können ihn irgendwie nicht gerade nicht verlegen. Warum auch immer. Interessant. Okay, dann müssen wir ihn wahrscheinlich mal neu starten. Ganz im Moment. Geht sofort weiter. Gut, dann machen wir weiter. Nachdem wir gerade so den kleinen Bug hier hatten im Tierhandelszentrum, dass wir keine Tiere reinholen konnten. Da ist das Spiel einmal neu gestartet. Und dann das auch mit dem Tierhandel. Gut, wir haben jetzt zwei blaue Pfauen, also männliche Tiere. Wir brauchen natürlich noch ein paar weibliche. Die kaufen wir mal ein. Da müssen wir mal gucken, wo die sich jetzt hier gerade rumtümmeln. Da, blauer Pfau. Und davon, oh, ein Weibchen. Nicht so toll. Hier ist noch ein Weibchen für 50. Ja, das nehmen wir mal an. Das hat schon mal gepasst. Dann gucken wir mal noch nach einem weiteren Tier. Ich glaube, zwei sollten okay sein. Für den Anfang. Dann gucken wir gleich mal, was die hier im Gehege noch brauchen. Weil so werden sie sich garantiert hier nicht wohlfühlen. Davon gehe ich immer ganz stark aus. Na egal. Der hat jetzt hier nicht so eine gute Fruchtbarkeit. Aber was soll's. Und ich hatte angekündigt oder bereits gesagt gehabt, dass wir uns erstmal darum kümmern, dass wir was in die Forschung reinstecken der Tiere. Das heißt, wir gehen in die Veterinärforschung und erforschen hier mal beim blauen V. Und jetzt schauen wir mal, wir brauchen auf jeden Fall... Oh, Temperatur ist zu heiß hier. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall im Gehege ein wenig Kühlung. Und die Kühlung platzieren wir entsprechend hier im Gehege. Drei Stück. Das soll für den Anfang erstmal reichen. Natürlich nicht auf 0 Grad runter, sondern so auf 15 Grad. Reichweite wäre noch ein bisschen höher. Auch hier 15 Grad, Reichweite 20.
da. Gut. Das haben wir dann schon mal. Da soll die Temperatur der Tiere auch gleich passen. Gucken wir mal. Das Gelände passt noch nicht, klar. Aber zumindest die Temperatur. Jetzt haben wir sie bei 100%. Dann schauen wir mal, was sie noch brauchen. Also zum einen brauchen sie natürlich einen stabilen Rückzugsort. Den sollen sie natürlich auch bekommen. Hier haben wir auch diverse Einrichtungen im Gehege. Wir nehmen hier mal den großen, sondern den kleinen Rückzugsort erstmal. Und einfach, da geht es ja darum, dass die Tiere halt auch von den Besuchern quasi, also dass sie irgendwo eine ruhige Ecke haben, wo sie sich einfach hin zurückziehen können. Wenn sie zum Beispiel ein bisschen schlafen wollen, sich ein bisschen ausruhen wollen, ein bisschen kleinen Rückzugsort haben. Und das sollen die Tiere natürlich auch hier bekommen. Dementsprechend packen wir hier mal so ein paar kleine Schlafmöglichkeiten hin. So, das sollte dann jetzt also auch passen. Bei einem Rückzugsort. Wir müssen natürlich ein bisschen mehr in die soziale Gruppe investieren. Also noch ein paar mehr Tiere müssen wahrscheinlich noch rein. Gucken wir gleich mal, wie es gleich aussieht. Und wir haben natürlich auch noch Anforderungen, wie das Tier selber stellt. Und zwar mögen die kein langes Gras. Also machen wir ein bisschen kurzes Gras hier erstmal hin. So, das sollte so in etwa... War das ganze Gehege schnell? So. Zack. Und wir machen gleich mal die Pinselstärke gleich mal 100. Dann haben wir nämlich das ganze hohe Gras erstmal weg. So. Jetzt verstehen sie natürlich, okay, hey, wir brauchen noch ein bisschen Erde. Und die Erde sollen sie auch bekommen. Da hier hinten. In der Nähe vom Stall, beziehungsweise hier so die Ecke. Das sieht doch ganz gut aus. Und ein bisschen Felsen kriegen sie auch nochmal. Der Ecke hier vorne. So. Das sollte so in etwa gehen. Die Landfläche reicht auch vollkommen aus. Wir haben 1068 Quadratmeter. Und so empfohlen sind 324. Bei 324 fühlen sie sich wohl. Gucken wir uns mal an, was wir so für Pflanzen reinpacken können. Also ist, der Kontinent ist Asien. Das heißt, wir gehen hier in der Natur. Gehen hier auf den Kontinent, klicken Asien, also asiatisch. Und beim Biom wählen wir gemäßigt aus. Und dann haben wir hier alle, oder theoretisch, alle Pflanzen und Bäume, die so in der Region passend sind. Und stellen die mal hier so ein bisschen hin. Gibt es hier so einen kleinen Busch. Und auch gucken, dass es halt eben nicht zu viel ist. Denn auch hier haben wir bei der Bepflanzung ein Limit. Und das sollten wir nach Möglichkeit auch nicht überschreiten. Und wir hängen hier nochmal ein bisschen Efeu ran. Das ist einfach ein bisschen optisch ansprechend zu machen für die Tiere. So, gucken wir mal, wie wir es am besten ranhängen. Oh, jetzt habe ich das rückgängig gemacht. Das ist natürlich nicht der Plan. Stellen wir alles mal schön wieder hin. Und wir haben noch so einen Fächer-Ahorn hier. Den können wir zum Beispiel hier hinpacken. Das soll dann auch noch so passen. Also wir haben so, wahrscheinlich 20%. Das Gehege darf hier mit Pflanzen vollgestellt werden. Und da schauen wir auch, dass wir das halt eben nicht überschreiten. Das geht relativ schnell, wie ihr schon mitkriegt. Aber wir wollen das den Tieren natürlich ein bisschen schön machen. Ne? Die sollen sich ein bisschen wohlfühlen hier und sich nach Möglichkeit auch ein bisschen vermehren. Wir wollen kleine Babyfauen haben. Hier im Gehege. Und ja, natürlich dürfen wir auch so ein bisschen hier so einen kleinen verfallenen Stamm hier haben. Ein bisschen so. Es soll ein bisschen natürlich aussehen für die Tiere. Das ist so zumindest der Plan, den wir jetzt hier haben. Und man sieht ja, ihr seht es selber, mit einfachsten Mitteln kann man das Gehege relativ schön machen. Naja. Mehr oder weniger schön. Also schön ist anders. Aber zumindest haben wir irgendwie so ein bisschen was. Und ich bin mir nicht sicher, wie rum die jetzt hier. Ich glaube, der ist umgefallen, ne? Kann das sein? Dann müssen wir den vielleicht so rumdrehen. Nee. Das sieht irgendwie auch falsch aus.
Ich weiß nicht, wie rum die normalerweise gehören würden. Den lassen wir weg. So, und das wird wahrscheinlich schon zu viel sein, oder? Na, es geht gerade noch. Okay, es geht noch. Das heißt, wir lassen das Gehege jetzt mal so. Und kümmern uns mal um die Möglichkeiten oder um das, was die Tiere hier, unsere kleinen Faunen hier im Park brauchen. Und dazu gehen wir auch wieder einen Filter rein und sagen blauer Faun. Dann sehen wir, ah, okay, alles klar, eine Wasserleitung. Ja, gut, macht Sinn, dass die Tiere daraus auch trinken. Und das stellen wir nach Möglichkeit relativ dicht am Weg ran. Also pack einmal einen hier hin. Und hier hinten am Rückzugsort kriegen sie auch noch so einen kleinen, die uns nicht zwischendurch verdursten. Dann kriegen sie noch hier eine große Futterschüssel. Hier packen wir auch nochmal eine große Futterschüssel hin, sodass sie halt eigentlich immer in der Nähe der Besucher fressen, weil die Besucher sollen natürlich ein bisschen Geld spenden für uns. Beziehungsweise für die Faunen, dass sie die Faunen hier sehen dürfen. Und aus diesem Grund packen wir mal hier so eine kleine Spendenbox hin. Und da auch. Und hier. Ja. Das ist ganz gut. Und wir können halt noch bei der Barriere hier, dadurch, dass es halt Faunen sind, die Barriere auch gleich noch ein bisschen runtersetzen. Weil die flüchten halt nicht. Dementsprechend können die Besucher ruhig da drüber gucken. Jetzt gucken wir mal. Ich wollte nämlich mal was testen. Und zwar Barriere oben gewölbt. Startwinkel 20 Grad. Endwinkel 45 Grad. Was dann passiert? Ah, guck. Das sieht natürlich richtig geil aus, ey. Alter Schwede. Machen wir hier Startwinkel 45. Was? Okay, ey, ist ja mega cool. Diese Wölbung hier. Das sieht ja richtig. Oh, krass. Okay. Grad und hier, das jetzt hier hochdrehen so ein bisschen. Ah, okay, aber ich glaube 45 und 30, das hier auch, ne, 20, 45, okay. 20, 45 oder umgekehrt, hier 20, da 45. Das geht nicht, okay. Doch, doch. Nee, aber ich finde 20, 45 finde ich schon ganz cool. Das ist natürlich mega nice, dass du, ja, so eine kleine Wölbung hier reinbauen können. Okay, das war mir nämlich auch nochmal neu, was wir jetzt hier so machen können. Und natürlich hier auch 20 und 45. Super. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Gut, und dann würde ich sagen, starten wir das oder lassen wir es mal laufen hier. Die Besucher sollen natürlich auch ein paar Informationen zu unseren Straußen bekommen. Und dazu bauen wir hier so eine kleine Infotafel auf. Und die Infotafel stellen wir hier hin. So, um die Ecke hier. So schalten wir mal die Radarsicht aus. Damit wir ein bisschen besser platzieren können. Und stellen. Ich würde sagen hier. So, zack. Die brauchen natürlich auch Strom, den haben wir aber. Und zwar kommt der Strom aus unserem Startgebäude hier. Das können wir auch sehen. Wenn wir jetzt hier auf die Radaransicht hier unten links gehen und dann oben auf Strom. Und dann sehen wir, okay, alles klar, die haben alle Strom. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zumindest die Gebäude, die Strom brauchen, sind im Moment auch mit Strom versorgt. Was sagen unsere kleinen Faunen hier? Gucken wir mal. Sind natürlich hungrig im Moment gerade, klar. Die Lebensqualität ist nicht so geil gerade. Darum kümmern wir uns aber auch gleich. Und bei der Population, wir könnten noch ein weiteres Tier hier vertragen. Und die Artendaten, also wir können bis zu 4 männliche Frauen und 16 weibliche. Das heißt, wir gucken mal eben in die Forschung nochmal rein. Okay, da wird jetzt geforscht. Das heißt, wir gucken nochmal nach einem weiteren V. Da schauen wir uns natürlich auf dem Tiermarkt nochmal um. Wir haben jede Menge afrikanische Elefanten, sehe ich gerade. Das ist auch interessant, aber dazu ist es noch viel zu früh bei uns. Wir können noch keine Elefanten aufnehmen. Aber auch die kommen. Das ist der Plan, dass ich nochmal ein paar Elefanten hier ranhole. Oh, einer. Jo. Ah, fehlgeschlagen. Schade. Den hier vielleicht. Auch fehlgeschlagen. Mist. Den hier. Den haben wir gekriegt. Für 5. So, ab ins Gehege damit. Und dann sollte die Population hier schon mal ganz gut aussehen.
Ja, das war die erste Folge von Planet Zoo hier beim Metalizer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten da und schreibt gerne in die Kommentare rein, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und ob ihr mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer. Und dann geht's im Zoo nämlich richtig rund. Ich sag euch das.